Hey Leute und willkommen zurück bei Magna Carta 2. Oh yeah. So, ich befinde mich jetzt wieder hier auf diesem Plateau, um auf die Lastrade zu kommen. Ich habe meinen Leuten noch gewisse Sachen angezogen und ich war nochmal in Koh Tamari, um ein bisschen meine Ausrüstung zu pushen. Das heißt, was ist hier alles neu? Der Verbergungsrucksack, glaube ich, ist neu. Der Drachenschuppenarmschiene ist neu hier. Die Raureif-Handschuhe ist neu. Die Spinel. Ja, und der Rest sollte meines Wissens, glaube ich, das gleiche sein. Ich habe ihm die Phantomklinge angezogen. Ich glaube, die hat man noch nicht gesehen. Das Kometenschuriken haben wir gesehen. Stab der wilden Stürme bin ich mir jetzt nicht allzu sicher. Ja, auf jeden Fall ist meine Grube bereit für den letzten Aufmarsch ins Verderbnis. Und zwar, ja, es ist soweit. Wir machen uns auf den Weg zur Lastrada. Sehen wir jetzt die Lastrada hier? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir werden ja rauf. Ah, da oben ist sie. Ja. Wir werden jetzt hier nach oben gehen und mal schauen, was da oben alles so passiert. Ich habe ein bisschen ein komisches Gefühl dabei. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, hier weiterzumachen. Bereit für die Reise zur Lastrada? Ich will nicht. Ich will echt nicht. Ich habe Angst. Aufbrechen. Bevor wir gehen, habe ich noch Neuigkeiten. Oh. Dank meinem Schnelltranslokationsgerät könnt ihr jetzt beliebig zur Lastrada und zurückreisen. Wenn ihr zurückkehren wollt, könnt ihr jederzeit wieder hierher zurückkommen. In Ordnung. Ich aktiviere jetzt das Gerät. Oh. Also wir können wieder zurück. Das finde ich sehr schön. Danke dir. Also. Thank you for waiting. Everything is finally ready to send you all to Lastrada. Oh, to think that this day has finally come. It's like a dream. It was destiny that brought us together. Really? We can actually use this thing to go to Lastrada? Indeed you can. This is my masterpiece for which I skimped on my preening and sleeping time to build. Yeah, fine. But we can't see the target up in the sky. We're not gonna accidentally plummet back to Earth, are we? No, I don't want to plummet! I don't want to die until I cross Argo's threshold as his bride! Fine. We'll get you home safe and sound. Igten, we can trust you on this, right? Of course you can! I'm so positive, I bet my feathers on it! Don't your feathers fall to the ground every time you molt? Huh? Now that you mention it, I guess you're right. We'll take your word for it. It's your masterpiece, Igten. I'm sure it will get us there. That's my Miss Effie! I'll give it my very best! I'll send you to Lastrada no matter what! All right. We're counting on you. Then I'll see you when you get back, everyone! Huh? Wait a minute. You're not going, Igten? Wasn't it your dream to look down on the Earth from Lastrada? I want to go too, but I'm the only one who can operate this machine. Besides, there's no telling when the United Forces will attack again. I will guard this area until you come back safely, everyone! I have plenty of mines and bombs ready and waiting, so don't you worry about me! Igten. Oh, it's all right. It's enough for you to go to Lastrada in my place. We'll see you soon. Make sure you stay safe. Got it? Will do! See you soon!
Die La Strada. Also so sieht es... Oh, das ging jetzt aber schnell. Da bin ich nicht daran gewöhnt. Oh, ich hätte da ein bisschen mehr gesehen. Aber nein, ich darf nicht. Ja, auf jeden Fall. Das vorhin, das hat schon mal schick ausgesehen. Okay, ich glaube, wir sind angekommen. So, this is La Strada, huh? It sure is a weird place. Was sind das für Monster im Hintergrund? Kann ich die irgendwie zuordnen? Der da vorne könnte die... Das Schmetterling sein. Und andere könnte ja das Vieh im unterseeischen Tunnel gewesen sein. Könnte ja sein, dass das irgendwie so... Dass es einen Zusammenhang hat. Here we go again. I never thought the day would come when I'd set foot on La Strada. I never imagined it either. You know, there are probably quite a few people here waiting for our arrival. I think we should be polite and go introduce ourselves. Okay, so. Wir haben die Steuerung übernommen. Ich schätze mal, kann das hier etwa zum Ronald Platon? Okay. Dann wird der da vorne uns weiter senden in die La Strada. So, aber zuerst schauen wir mal das genauer an. So, wir haben hier sehr große Dinge. Der sieht ein bisschen anders aus als andere. Sag mal, wer bist du? Du bist die gleiche, einfach ohne Flügel. Ich nehme jetzt mal an, das sind die Flügel. So wie bei der hier. Okay, das ist eine, das zeichnet eine Dame ab. Und zwar bei jedem Einzelnen das Gleiche. Kann man daraus irgendetwas schließen? Ich denke nicht. Also, könnte ja die Mutter von Schwenzeit sein. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich werde hier mal schnell speichern, damit ich diese Frequenz nicht mehr machen soll, muss. Ja, bis gleich. Okay, so. Wir haben uns umgeschaut. Hat nicht allzu viel zu sehen hier. Auf jeden Fall nur solche Statuen, die mir jetzt gerade keinen Sinn ergeben, warum diese, genau diese Statue hier ist. Prüfung des Wissens. Oh. Also es gibt Prüfungen. Ja, dann betreten wir mal die erste und schauen uns das mal an. This is... Ja, ich habe das Gefühl, es gibt solche Prüfungen und bei jeder Prüfung kommt irgendwelcher Bosskampf, nehme ich jetzt mal an. Ich hoffe es zwar nicht, aber könnte sein. Yes, it looks just like the ancient language we saw down in the undersea tunnel. Celestine? Leave it to me. Okay, sie erzählt uns jetzt wohl. This is the first chamber. He who wishes to pass beyond this place must first face the clarity trial. Alles klar, okay, okay. The clarity trial requires you to go to the designated islands in the three areas of wisdom, intelligence, and sagacity. There are four types of vessels that react to attribute con on each area's floating island. Once you're there, generate two attribute con the same color as the vessel near it. Once you've managed to do that, a path connecting the islands will open, and you will be able to pass. But, if you trigger the vessels in the incorrect order on each island, you fail the trial, and the proper path will not open. Oh, God. Should you wish to start over, trigger it one more time, and it will return to its original state. If at any time you wish to begin the trial over, just trigger the activation vessel in the center of the area. Conquer all three areas, wisdom, intelligence, and sagacity, and you will have passed the trial of the first chamber, and you may proceed. So it's saying that the path will open if we generate attribute con and trigger the vessels. Hmm. Judo and I cannot generate attribute con. We'll switch to support positions.
Even if we make a mistake, we can trigger the activation vessel and start over. So let's take this slowly and carefully. If you don't understand, try touching the monument. It'll make it so it'll display in our modern language, okay? Ja, ja klar. Okay. Wir müssen Kern produzieren. Das heißt, ich nehme mal Chuto raus, wie Argo gesagt hat, sie können keinen Kern produzieren. Darum nehme ich jetzt einfach mal das Frauenpower. Für den Anfang mal rein. So, also hier könnte ich jetzt nachlesen. Klarheitsmonument. Oder sag mal, Prüfung des Verstandes. Fülle das Gefäß mit zwei passenden Elementen, Element-Kahn, um ein Pfad zu öffnen und einen zu schließen. Nutze das Aktivierungsgerät zum Neustart. Also gut, wir müssen jetzt zwei passende Kahns produzieren. Ist der Weg hier zu? Sag mal, oh! Nein! Was ist das denn wieder? Oh, muss ich da oben vielleicht schon was aktivieren, damit ich den irgendwie umgehen kann? Ich glaube nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall nichts gesehen. Oh, oh Gott, nein. Das fängt jetzt schon an. Sag mal her, Karte. Also, wir sind in der Prüfung des Wissens. Alles klar. Und ja, ich glaube... Moment mal, ich sehe da unten... Oh Gott, da ist auch noch so... Oh Gott, nein, was soll das? Was ist denn da? Kann ich hier runterfallen? Nein. Muss ich die jetzt bekämpfen? Ich will... Oh Gott, das... Oh Gott, sind das viele. Oh, wir müssen jetzt hier irgendwas... Ich habe Angst. Ich will... Da hinten ist so irgendwas Komisches. Ich glaube, ich muss jetzt mal diese Ebene hier... versuchen, alles zu erledigen. Ich will... Komm. Oh Gott, es kommen zwei. Oh Gott, es kommen zwei. Geh mal aus dem Weg. Okay. Ach du Scheiße. 62. Okay, sie haben nicht allzu viel Leben. Dann geht's ja noch von dem her. Wie sieht's aus? Von Kane alles einen Punkt dazu. Das ist gut. Die königliche Wache ist nicht allzu stark jetzt gerade. Ich schätze mal... dass der andere aber sehr viel auf dem Kasten hat. Da. Ah, Amon. Der Amon, der kennen wir doch. Der Amon, der kennen wir von der Sturminselküste. Wir haben da auch einen Amon gehabt. Oder nicht? Der ist schon tot? Aber das war nur das Bein. Ne, Moment. Bist du kaputt? Der ist so... Echt jetzt? Willst du mich... Was? Was? Nein, 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 nein. Geh mal zurück. Ich muss mich immer schon. Was soll das? Hä? Warum kommen die denn schon wieder? Moment mal. Wie viel Kern muss ich denn hier produzieren? Nur einer oder zwei? Weil einer habe ich ja eigentlich schon immer auf der Seite. Das heißt, ich muss hier. Füll das Gefäß mit zwei passenden Elementen, Kern. Okay, da macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, dies zu aktivieren. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, dass die immer respawnen. Oder, sagen wir ja, nein, das ist immer noch Amons Bein. Warum? Das gefällt mir nicht. Ich weiß, auf jeden Fall ist es ein bisschen doof, wenn du hier stehst, dann macht Amon gar nichts mehr. Geh nicht zu weit nach vorne, bitte. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Warum kommen die immer wieder? Mache ich hier irgendwas falsch, oder? Ich glaube schon. Oh Gott, ich war zu weit weg. Ich glaube, ich war zu weit... ich mache irgendwas falsch. Okay? Ansonsten macht es ja keinen Sinn, wenn die immer wieder kommen, wenn sie tot sind. Wir sind dafür da, um Kahn zu produzieren. Ich kann jetzt noch schnell, wo ist es? Da, Ad-Focus. Da kann ich wenigstens ein Jailbreaking knallen, weil, ja, okay, das hätte doch nicht sein sollen, aber egal. Deswegen ist Rue auch wieder dabei. So. Seht ihr, der ist schon wieder da. Irgendwas mache ich falsch. Moment mal, ich versuche mal was. Ich laufe jetzt hier einfach mal bewegen. Ach so. Also,
Was war das denn? Ich bin wieder am gleichen Ort wie vorhin. Das sieht so aus. Da kann ich gar nichts machen. Okay. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Hier komme ich nicht durch. Wo bin ich denn da? Ich komme nicht weiter. Ja, irgendwas muss ich hier machen. Irgendwas muss ich hier machen. Ich komme da nicht hier ran. Ich muss jetzt bewegen. Noch einmal. Okay, die Lebenspunkte sehen gut aus. Jetzt nehme ich den hier noch. Und? Gar nichts. Ruhe hatten wir schon. Nehmen wir mal Sifi. Und? Bin nur noch im gleichen Ort. Ja, dann müsste es eigentlich Crozelle sein, der ich hier brauche. Aber wie kann ich denn das rausfinden? Vielleicht wegen den Gegner hier? Die sind rot. Oh nein, ich musste Crozelle haben. Crozelle. Auf jeden Fall machen sie, glaube ich, nicht allzu viel Schaden. So. Mal schauen. Nein, wir sind immer noch hier. Wie kann ich das herausfinden? So, ich gehe mal in den Kampf, damit Sifi uns heilen kann währenddessen. Was ist das da hier? Blitzgefäß. Das konnte ich vorhin nicht aktivieren. Okay, so, wir haben das Blitzgefäß aktiviert. Jetzt können wir mal weiter. Ich habe jetzt keinen blassen Schimmer, wie ich jetzt das herausfinden konnte. Also gut, wir haben da oben das Blitz, also da unten das Blitzgefäß gehabt. Da ist Feuerzeug. Warum ist Feuer mit Blitz zusammen? Das macht mir... geh mal weg hier. Feuer und Blitz. Warum Feuer und Blitz? Wieso Feuer und Blitz? Was hat das für einen Zusammenhang? Feuer und Blitz? Ich glaube nicht, dass ich jetzt einmal so mit Feuer nochmal hier aktivieren kann. Ich glaube, das wäre dann falsch. Ich nehme mal Feuer und Blitz. Da oben ist Feuer, dann nehme ich mal Blitz. Mal schauen. Okay, das geht nicht. Guck mal, Crozelle. Geht auch nicht. Seht ihr? Du kannst dich mal heilen. Am besten. Okay. Das ist auch nichts. Dann sollte es Celestine sein. Warum immer die letzte? Oh. Celestine. So schnell zum Anführen machen. So. Okay, das geht nicht. Warum nicht? Achso, Moment mal. Wo ist er? Das sollte doch jetzt irgendwo so ein Stein sein. Ich verstehe die Logik nicht von diesem Spiel gerade. Ich nehme mal Lou raus. Die habe ich vorhin unten gebraucht. Ich nehme mal Crozelle rein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da irgendwie so zwei verschiedene Leute reinpacken muss. Mit verschiedenen Karl. Oh Gott, machen doch was. Da geht nichts. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt mal runter. Um das zu aktivieren noch. Ach du Scheiße. Wir machen Schaden. Wir machen ein bisschen immer mehr. Ein bisschen mehr Schaden. Also da unten hatten wir ja das Blitzgefäß. Da vorne ist jetzt auch der Weg offen. Lass das, mach Platz, du. Ah. Okay. Leute, knall drauf. Oh, scheiße, fast tot. Okay, ich muss doch ein bisschen mehr aufpassen. Wenn er nicht aus dem Weg geht, dann stirbt er halt. Ah, Gott, ist das mühsam. Ich verstehe die Logik gerade nicht, was ich machen soll. Das ist echt komisch. Das ist echt komisch. Nur mal Kick. Piece of cake. Okay, so. Da ist er hinüber. Da kommt er wieder. Also gut, ich weiß jetzt eben nicht, ob ich das hier aktivieren muss. Um danach hier weitergehen zu können, aber ich glaube nicht. Nein, das ist jetzt alles wieder zu. Wer hatte ich vorhin? Ich glaube, Rue. Oh Gott, ist das mühsam, echt jetzt. Das versteht man ja keinen Scheiß. Moment mal, ich habe ja mit Rue hier. Nein, ich habe mit Crozelle hier aktiviert. Ich verstehe es nicht. Das Ding auch schon wieder. Ja, ist auch schon wieder hier. Aktivieren! Also das Blöde, hab ich das Zeug nicht. Ich kapier's nicht. Ich schneide es nicht. Was soll das? Da ist der Weg offen. Jetzt ist hier der Weg offen, aber bei den anderen nicht. Also ich habe jetzt Blitz, habe ich jetzt da ein Aktivierungsgerät drin. Was ist das? Eine Schatzkiste. Auferstehungswasser. Na, das ist alles. Oh Gott, ich verstehe das System nicht. Was wollen die von mir? Also ich muss zwei
passende Kahns zusammensetzen. Jetzt ist die Frage, Blitz und Feuer war voll. Ich musste mit Crozet das Blitzzeug aktivieren. Das war ein Fail. Ich gucke nicht. Und ich weiß nicht wieso. Muss ich dementsprechend vielleicht der... Nein, der Hüter hat ja auch gelebt. Das ist also das Aktivierungsgerät hier. Das ist zum Erneuern. Das habe ich verstanden. Warum kann ich das hier nicht aktivieren? Bitteschön. Ich habe das vorhin doch so aktiviert. Hallo? Das ist Blitz. Ich habe das vorhin gesehen. Das ist Blitz. Aber ich kann nichts machen. Dann nehmen wir nochmal Celestine. Und dann habe ich alle Sachen ausprobiert. Was ich ausprobiert habe. Ich habe jetzt mal Ruhrlein auch reingenommen. Ich verstehe es nicht. Nee, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum geht das nicht? Ich gehe mal zurück zum Anfang. Und werde danach mal schauen, was ich hier falsch mache oder was ich nicht verstehe. Das ist ja unglaublich. Allzu viel haben wir jetzt gerade nicht gesehen, diesen Part. Das ist bescheuert. Das Prüfen des Verstandes füllt das Gefäß mit zwei passenden Elementkarten, um einen Pfad zu öffnen und einen zu schließen. Nutze das Aktivierungsgefäß zum Neustart. So, einer ist jetzt offen. Das ist der mit der Kiste oben drauf. Das heißt, ich müsste jetzt nochmal aktivieren, das Aktivierungsgerät, um diesen Weg hier wieder zu schließen, um einen anderen zu öffnen. Dann müsste ich hier hochrennen. Da müsste ich eigentlich Wasser dort rein tun, weil nämlich jetzt mal Feuer und Wasser ist nicht allzu gut zusammen, haben wir ja gemerkt. Und die sollten ja eigentlich, nein, die passen nicht zusammen, eigentlich ist negativ. Das ist echt bescheuert. Ich will das jetzt nochmal ausprobieren. So, ich gehe jetzt mal hier runter, werde zum Aktivierungsgerät laufen und versuche danach mal zu schauen, was da jetzt genau offen ist. Oh Gott. Oh Gott, komm, Bord, okay. Heil mich, einmal was. Heil dich oder heil dich, bitte. Das wäre so von Vorteil. Okay, aktivieren. Okay, jetzt sollte dieser Weg, der da drüben war, wieder zu sein. Nein, ist es nicht. Warum nicht? Oder war das schon der Ausgangspunkt? Was habe ich denn getan vorhin? Ja, das war der Ausgangspunkt, okay. Dann müsste ich jetzt hier ran und müsste das hier aktivieren. Aber mit Crozet habe ich das vorhin getan. Blitz und Feuer, ich habe keinen blassen Schimmer, was Blitz und Feuer jetzt irgendwie Sinn macht, aber... Aber wir haben gesehen, das gestanden ist Blitzgefäß, aber... Oder brauche ich vielleicht noch einen Kahn, ne? So, gibt einen Kahn, jetzt habe ich zwei Feuerkarten. Ja, wir sollten ja diese Teil hier irgendetwas sagen. Irgendwie, ob ich zuerst mal Kahn aufbauen, um danach das Kahn in das Gefäß einzusetzen. Danke. Also das kann jetzt auch noch sein, wenn ich das jetzt vorhin erklärt habe, dass man zwei Kahn braucht, um einen Kahn reinzuwerfen, obwohl ich immer einen Kahn auf das eine habe. Das ist komisch. Was kann sein? Mal schauen, ob ich vielleicht einen Kahn brauche. Okay, das ist schon mal nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie viel Kahn ich brauche. Das ist vier. Das habe ich, hör auf mit dem. Das nervt mich. Verzeih, hat verfehlt immer. Geil. Okay, sonst habe ich fünf. Also mehr als fünf Kahn kann es sicher nicht sein, ansonsten wäre das ja übel. So. Und? Gar nichts. Da kommen die Gegner schon wieder. Und da ist gar nichts. Reifen. Anzünden. Da ist gar nichts. Ich mein bester Freund. Celestine. Was sagt dein inneres Auge dazu? Auch gar nichts. Okay. Nee, so kann ich nicht weitermachen. Geht doch nicht. Geh mal zurück. Und ja. Tut mir leid, Leute, dass gar nichts Spezielles in diesem Paar passiert ist, aber ich bin ein bisschen verwirrt. Und ja. Ich würde mal sagen, ich werde jetzt mal darüber nachdenken, was ich falsch mache. Und wir werden uns dann wiedersehen im nächsten Part. Ich wollte das eigentlich... Ich wollte ein bisschen weiterkommen, als ich jetzt gerade bin, aber... Nee. Oh, das ist doof. So, Leute, danke fürs Zuschauen und fürs Kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!